Also ich habe jetzt mal ganz kurz in die Komplettlösung mal reingeschaut. Also hier kann man wirklich noch was machen. Und zwar, wenn man hier die Leiter hingestellt hat, kann man hier irgendwo... Jetzt aber auch erstmal gucken. Genau. Das konnte man nicht erkennen in der Lösung. Wo genau? Kann man hier irgendwas einsammeln? Aber wo? Finde es ein bisschen blöd. Ich brauche mal einen Tipp. Ach, da. Ja. Toll. Okay. So, und jetzt kann ich das auch da hinzufügen. So, und da ist die zweite Leiter. Gut. Ich bin frei, danke. Gut, zeig mir jetzt meine Karte und ich kann aus diesem Buch entkommen. Okay, hier hast du sie. Danke, dass du gekommen bist. Ich kenne sonst niemanden, der die geistige Ausdauer hat, um dieses schwierige Problem zu lösen. Entschuldige diesen kleinen Test, aber ich musste sicherstellen, dass du mir wirklich helfen kannst. Du musst noch mehr Rätsel in Büchern lösen. Jede Seite hat eine Art Rätsel. Später, wenn wir genug Karten haben, werden wir dadurch die Quelle des Bösen finden, das immer stärker wird. Fang an und finde dir weiter. Okay, du schaffst das schon, mein netter Rätselfreund. Viel Glück. Aha, Seite eine Art oder Aufgabe, okay. Okay. Der Schreibtisch hat die Magie des Buches gesammelt. Gut gemacht, mein werter Rätselmeister. Ich wusste, dass du das schaffst. Jetzt muss ich dir aber etwas zeigen, bevor wir weitere Bücher untersuchen. Okay. Gehen wir in den Saal. Gehen wir nach oben. Wir brauchen diese Maschine, aber die Sicherungstafel ist defekt. Ziehe die Sicherung herum, bis jede Zeile und jede Spalte entweder eine gerade Zahl an Sicherung oder gar keine enthält. Wenn wir die Sicherungstafel richtig angeordnet haben, werden alle Lichter grün. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Ah, okay, da wo diese Klammern sind, da kann ich anscheinend... keine Batterie reintun. Besicherung. Ja, also einer muss hier bleiben, okay. Oh, das kann nicht sein. Interessant.
Ich überspringe das. Obwohl, ha, nee. Ah, ich will jetzt nicht immer überspringen, ey. Ist natürlich. Überlegen, überlegen, überlegen. Wie könnte man das reden? Diese Siedlung kann nicht verschoben werden. Was du sagst. Das ist natürlich... Ich kann da auch nichts reinsetzen. Ganz so einfach. Nee, auch nicht. Ah. Ist natürlich doof. Ah, okay, gelöst. Gute Arbeit, mein werter Rätselmeister. Wir können nun die Maschine jederzeit benutzen, aber zuerst müssen wir zum Schreibtisch zurück und noch mehr Bücher lösen. Okay, gehen wir wieder zu den Büchern. Gut.